Es ist ein Jubiläum, 10 Jahre Hengststation Teppel, und ich glaube, René, mit diesem Hengst vor allen Dingen ging es vor 10 Jahren eigentlich so richtig los. Gezüchtet habt ihr immer, aber dass eins deiner großen Parcourspferde, eins deiner Top-Hengste, dann ein Stammbegründer deiner Station wird, das ist eben mit Light on OLD geschehen. Kannst du dich noch zurückerinnern, wie ihr angefangen seid damals vor 10 Jahren mit ihm? Das war deine große Zeit eigentlich, so zum Abschluss mit Light On im Kader für die großen Championate gestanden, nochmal große Preise gewonnen und vieles, vieles mehr. 2012 war das. Jetzt ist 2022. Wie hat sich die Zeit für dich entwickelt? Ja, vorab muss ich sagen, ich kann mich noch ganz gut dran erinnern, weil Paul Bohne das Pferd damals vorgestellt hat für die Körung. Dann war Light On erstmal auf der Hengststation Holtenbrink tätig, und dann, als ich dann die Station aufgemacht habe, haben wir ihn zu uns geholt. Also Light On war in jungen Jahren erst ein bisschen schwierig, auch beim Freispringen immer so ganz minimal ungleichen Vorderbein, und habe ihn deshalb auf die Körung auch zum Glück nicht verkaufen können, weil das Freispringen immer noch ein ganz bisschen kurios aussah. Aber er hatte wirklich die letzte Vorsicht. Wenn er mal einen Fehler hatte, dann nur, weil er sich ein bisschen ablenken lassen hat, weil es halt ein Hengst ist. Und Light On mit einem abnormalen Charakter kann ich so ein bisschen mit mir selber vergleichen. Die Freunde, die mich kennen, wissen, wenn ich auf denen ihrer Seite bin, kann man alles von mir verlangen. Man muss nur wissen, wie man mich zu nehmen weiß. Und so war Light On auch. Also viele große Erfolge mit ihm gefeiert. War einmal ganz knapp vor der Olympiade sogar. Ich weiß nicht noch ganz genau, nach dem Doppelgräben, roter Steilsprung. Großen Preis, Klackenfehler, und da war die Fahrkarte zur Olympiade weg. Aber nichtsdestotrotz hat er seine Vorsicht und Kraft im Hinterbein auf alle Fälle weitergegeben. Ja, und das Vertrauen, was du in ihn gesteckt hast, zu sagen, das wird der erste große Hengst, mit dem ich meine Station aufmache, das hat er dir aus den Parcouren immer mitgegeben. Was war das, was ihn im Speziellen ausgezeichnet hat und ihn bis heute ja auszeichnet? Ja, abnormal im Typ und unheimlich charakterstark. Top zu reiten. Und ja, einfach super Charakter. Tja, das war eine der fantastischen Runden in St. Gallen über die vielen Jahre hinweg. Und über die letzten Jahre hat er sich auch weiterhin vererbt. Wir haben Light Star gesehen. Wir schauen jetzt auf einen weiteren Nachkommen. Light on OLD angepaart mit Canan. Du hast jetzt schon einige Nachkommen.